Okay, Geschwister, heute Abend, ich möchte ein Thema behandeln, was ich als das wichtigste Thema der ganzen Bibel von meiner Seite und von, ich glaube, von unserer Vater und Gottes Seite und ein Thema, was sehr nah an mein eigenes Herz ist, und das ist den Tod von unserem Herr Jesus. Was er alles erledigt haben und warum er sterben muss. Viele Christen, die wissen, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist, dass durch das, dass wir gerettet sind. Aber es ist merkwürdig, einmal durch die Schrift zu gehen, zu sehen eigentlich, was alles am Gang war und warum alles war. Und deshalb möchte ich dieses Thema schon am dritten Abend behandeln, dass wir zu Hause gehen können und hoffentlich unsere Zukunft leben kann mit so einer Wertschätzung für was der Herr Jesus für uns getan hat und was er für seinen Vater getan hat und warum der Vater sein Tod und sein Tun so wertschätzt. Kommt, wir gehen zu 2. Petrus, Kapitel 3. John, nimmt dein Außenmikrofon immer noch auf? Ja. Der große, hä? Nur, es nimmt nur dies auf jetzt. Nur dies? Nur das. Okay, das ist fein. Dann werde ich das dann lesen. Hä? Wir fangen an mit Vers 3 und wir gehen bis Vers 10 von 2. Petrus, Kapitel 3. Sind Sie alle da? Und es heißt, und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter einschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von altes her Himmel waren und ein Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies einer aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Wenn wir zu Psalm 97, Vers 2 gehen, werden wir eine sehr interessante Sache herausfinden. Wir werden herausfinden, dass das Grundstein oder das Fundament von Gottes Throne Gerechtigkeit ist. Das heißt, am allerersten Stufe, wenn wir zum Gott als Herrscher, als Oberst dieses Universums kommen, werden wir herausfinden, dass ein erstes Gebot, der erste Teil oder der wichtigste Teil oder der größte Teil seiner Natur ist die Tatsache, dass er völlig gerecht ist. Und das sehen wir. Im Alten Testament unter Gesetz haben wir sofort eine Bestrafung für eine Übeltat und eine Belohnung für gute Taten. Das findet man im 5. Mose sehr genau. Wenn das Volk, Gottes Volk, ihm gefolgt haben, wenn sie seinen Anweisungen gehorcht haben, wenn sie sein Gesetz eingehalten haben, haben die Leute langes Leben gehabt. Die haben Reichtümer gehabt, die haben Gesundheit gehabt und die Frauen, die haben die Kinder nicht verloren, Fehlgeburten gehabt. Jetzt, die Frage ist, diese Spötter, die sind gekommen und die schauen zurück und sie sagen, wo ist die Verheißung von der Ankunft, der zweite Kommen von unserem Herr? Und die meinen, es gibt keine. Oder warum verzögert Gott? Warum verzögert er? Ist er nicht gerecht? Und
In einem gewissen Sinn haben Sie recht mit dieser Frage. Das Problem ist, die Frage kommt von Unwissen, wie es hier heißt. Es ist verborgen für die Leute. Und das, was verborgen ist, ist, was den Tod von Christus alles erreicht haben. Kommen wir gehen jetzt zu Johannes, Kapitel 12. Wir wissen, gemäß Johannes, das, was der Herr hier sagt, ist einige Tage vor seinem Tod. Ich gehe Johannes Kapitel 12 und ich fange mit 28 an. Jesus sagt, kurz vor seinem Tod, einige Tage, sagt er, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Der Herr sagt zu dem Vater, Vater, verherrlich deinen Namen. Und dann sagt der Vater vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. In welcher Weise hat er seinen Namen schon verherrlicht und in welcher Weise wird er seinen Namen wieder verherrlichen und nochmals verherrlichen? Das Leben von Jesus, in dem das Jesus die Fülle der Gottheit in ihm gehabt hat und völlig abhängig von dem Vater gelebt haben, hat er durch sein Leben den Vaters Namen verherrlicht. Weil alles, was Jesus getan hat, war vom Vater. Er hat niemals etwas von selber getan. Er hat alles von dem Vater genommen und getan, was der Vater ihm geboten hat. Was der Vater will, hat er getan. Und indem, dass er das getan hat, hat er schon den Namen des Vaters verherrlicht. Das ist die Bedeutung, ich habe ihn verherrlicht. Und jetzt kommt er zum nächsten Punkt, ich werde ihn auch wieder verherrlichen. Und über was spricht das? Er spricht hier von dem Tod von Christus. Kommen wir gehen zu Kapitel 17, das ist ein altes Gebot von Bibelauslegung, du musst der Bibel mit der Bibel auslegen. Und Kapitel 17, Vers 1 heißt, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. So wir sehen, die Stunde ist gekommen und du solltest mich verherrlichen, dass ich wieder dich verherrlichen kann. Und über was geht es? Über was geht es? 21,19 hat unsere Antwort. Kapitel 21, diese Stunde ist gekommen. Und welche Stunde? Kapitel 21, Vers 19 sagt, dies aber sagt er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Am ersten Abend haben wir gelernt, dass Gott hat alles gemacht, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Der Mensch, gemäß Römer Kapitel 3, glaube ich, jeder hat gesündigt und zu kurz von Gottes Herrlichkeit gekommen. Aber wir sehen, dass Jesus ihn verherrlicht haben und später wird er eine Stadt bekommen am Ende der Bibel und diese Stadt hat der Herrlichkeit Gottes. So wir sehen, dass alles, was Gott tut, ist, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Und hier haben wir Jesus und er wird Gott verherrlichen, nicht nur in sein Leben, was er getan hat, als er lebendig war, aber er wird in seinem Tod den Vater verherrlichen. Und jetzt wirst du vielleicht fragen, warum habe ich 2. Petrus gelesen? Weil Gott gerecht ist, muss er eingreifen für den Bosheit. Das ist Gerechtigkeit. Jemand tut gut,
er bekommt eine Belohnung. Jeder tut Böses, er muss Gerechtigkeit bekommen. Jeder von uns weiß, es lohnt sich gar nicht, wenn wir ein Gesetz haben und eine Polizeimacht haben und jemand kann jemand anderes töten und nichts passiert für 100 Jahre. Es muss Gerechtigkeit geben. Und der Vater, sein Grundfest, sein Fundament von seiner Throne ist der Gerechtigkeit. So, wir sehen, dass der Tod von Jesus den Vater Zeit gegeben hat, um den Menschen zu retten. Weil jeder von uns, von Adam vorwärts, außerhalb der Herr Jesus, eigentlich musste sterben. Wir müssen alle sterben. Wir haben alle gesündigt. Das Belohnung für die Sünde ist den Tod. Und gemäß Gesetz und gemäß Gottes Ordnung musste jeder Mensch jetzt sterben. Das Problem ist, Gott hat zwei Seiten. Er hat zwei Seiten. Die eine Seite hat er Gerechtigkeit. Das ist seine Natur, Gerechtigkeit. Aber auf die andere Seite hat er Liebe und Gnade. Und er ist langmütig. Wie kann er diese Seite von seiner Natur zeigen? Als Jesus auf die Erde war, hat Jesus viele Seiten von dem Herrn gezeigt. Zum Beispiel, als der Herr seine Peitsche genommen hat und die Leute aus dem Tempel getrieben hat, welche Seite von Gott hat er gezeigt? Gottes Zorn, Gottes Eifer für sein Haus. Was sagt es in Johannes Kapitel 2, als er das getan hat? Das Eifer deines Hauses hat dich gefressen. So, wir sehen eine Seite von Gott in diesem Moment. Als er den Frau am Brunnen begegnet haben in Kapitel 4, welche Seite haben wir da? Liebe, Gnade sehen wir. Als er am Kreuz ging, wir werden heute später sehen, dass er hat den Teufel vernichtet. So, wir sehen, dass alles, was Christus getan hat, er hat eine Seite von dem Vater gezeigt. Aber eine Seite, wo sind die Schreibzeug? Sind sie da? Hm? Ich habe gesagt, Gott hat ist das richtig geschrieben? Gerechtigkeit. Und er hat eine andere Seite. Liebe. Jetzt, wenn der Herr, wenn Gott, der allmächtige Vater, wenn er seine Gerechtigkeit ausüben möchte, wie kann er seine Liebe zeigen? Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Wenn ich jetzt zu schnell auf den Autobahn fahren würde, bekomme ich eine Büße. Vielleicht muss ich ins Gefängnis. Der Richter hat mir vielleicht gerne. Vielleicht ist der Richter meine Frau sogar. Aber was sagt das Gesetz? Er muss ins Gefängnis. Sie wollen mir jetzt Gnade und Liebe zeigen, aber das Gesetz hält ihm ein. Schränkt ihm ein oder schränkt sie ein. Jetzt, was hat Christus am Kreuz getan? Er hat dem Vater eine Chance gegeben, seine Liebe zu zeigen. Und das ist, warum Christus den Vater verherrlicht haben am Kreuz. Er hat eine Seite von Gott geoffenbart oder freigelassen, können wir sagen, was unter Gesetz nicht möglich war. Aber trotzdem, das ist ein Zeichen von unserem Gott. Gott ist Liebe, heißt es in der Bibel. Und jetzt, Christus geht unter die Gerechtigkeit von Gottes, in dem oder für das Zweck, dass Gott seine Liebe zeigen können. Und das Liebe ist einfach, er gibt uns Menschen jetzt Zeit. Und über das sind die Spötter gekommen in 2. Petrus Kapitel 3. Die haben gesagt, wo ist Gott? Die haben nicht gesehen, dass wir brauchen Zeit. Zum Beispiel, ich bin nur zum Herrn gekommen mit 27 Jahren alt. Und vor dieser 27 Jahre alt, vor dieser Wiedergeburt, habe ich Böses getan. Wirklich, ich habe den Tod verdient. Mehrmals. Und ich glaube, viele von euch können das gleich bezeugen. Und nicht vergessen, wenn du nur in einer Sache das Gesetz gebrochen hast, hast du den Tod verdient, weil du hast den ganzen Gesetz kaputt gemacht. So, der Herr in seinem Tod, er gibt dem Vater Zeit,
um mit den Menschen umzugehen, um den Menschen zu retten. Weil es heißt in 2. Petrus Kapitel 3, er wollte nicht, dass ein verloren geht. Er gibt dem Vater den Chance, seine Liebe zu zeigen. Und diese Liebe besteht, hat beinhaltet in dieser Liebe seine Langmütigkeit, seine Geduld, seine Gnade, all diese Tugenden von Gott, was bis jetzt noch nicht gezeigt war, hat Jesus geoffenbart. Oder mindestens, wenn nicht offenbart direkt, hat er Gott eine Chance gegeben, ich muss nicht jetzt eingreifen, um den Menschen zu richten. Jeder von uns hat keine Chance gehabt. Wenn der Herr, wenn Gott gemäß seiner Gerechtigkeit richten muss, dann haben wir keine Chance gehabt. So, wir sehen, dass das Erste, was Jesus am Kreuz getan hat, er hat den Vater verherrlicht, indem, dass er dem Vater eine Chance gegeben hat, eine andere Seite, eine völlig andere Seite von seiner wunderbaren Natur zu zeigen. Wenn Gott sofort Gerechtigkeit übten musste, dann haben kein Mensch eine Chance gehabt. Weder David, noch Paulus, noch Petrus, noch wir. Wir haben keine Chance gehabt. So Christus verherrlicht den Vater, indem dass er eine Öffnung, ein offenes Tür für den Vaters Liebe geöffnet haben durch seinen Tod. Jetzt, wir müssen uns fragen, was ist eigentlich passiert mit Jesus am Kreuz? Den medizinischen Bericht, ich rede nicht über diese Sache, das ist sehr traurig, das wird dich zum Heulen bringen, das kann ich dir sagen. Wenn du den medizinischen Bericht über was alles mit einem Mensch auf dem Kreuz passiert damals, es ist schrecklich. Der Herr Jesus ist 6 Stunden am Kreuz gewesen. Von 9 Uhr im Morgen bis 3 Uhr im Nachmittag. Und die ersten 3 Stunden hat der Mensch ihm gespottet und lächerlich gemacht. Und die zweite 3 Stunden hat der Vater all der gerechte Zorn und Bestrafung, was wir verdient haben, hat er auf Christus geladen. Und in die letzten 3 Stunden, alles ist dunkel geworden. Wir haben gesehen in 1. Mose Kapitel 1, Vers 2, dass die ganze Erde nur mit Finsternis umhüllt war. Die Sonnenlicht war kaputt. Die Sternlicht war kaputt. So, ein Dunkelheit ist ein Zeichen von Gottes Gericht. Und für die zweite Periode von 3 Stunden, hat Gott ihm gerichtet für alle Sünde auf der Welt, was schon gemacht sind und was zukünftig gemacht wird. Der medizinische Seite sage ich, eine schreckliche Sache. Das ist ein von der schmerzhaften Tod, was ein Mensch haben kann. Und nur ein kleiner Punkt, was mit der Bibel stimmt. Wenn die Füße gegen das Brett genagelt sind, das verletzt, das macht den Haken, der Absatz hier total kaputt. Und das erfüllt die Verheißung von 1. Mose Kapitel 3, wo er gesagt haben, der Schlange wird sein Fersen zermalmen und er wird den Kopf von Schlange zermalmen. So, wir sehen wirklich und wörtlich ist dieser in Erfüllung gekommen. Der Ursache von Tod, darüber können wir auch noch eine Botschaft haben, aber ich möchte von der biblischen Seite diese Sache behandeln. In der zweiten Periode von 3 Stunden kam der Vater und ladet Jesus mit allen Sünden der Welt und richtet ihn. Und wenn wir ein Bild haben möchten, können wir zurück ins Alte Testament zum Opfer gehen und wir sehen, dass diese Opfer dürfte nicht gekocht wird. Kochendes Wasser kocht ungefähr 110 bis 120 Grad, sofern ich weiß. Ich bin kein Chemiker. Aber das ist ungefähr 120 bis 120 Grad kochendes Wasser. Aber der Lamm, das Opfer, muss gebraten und völlig verzehrt wird. Und das natürlich bringt das Temperatur von offener Flamme vielleicht der 3- oder 4-fach höher. Und so der Herr hat am Kreuz gesagt, ich bin durstig. All seine Flüssigkeiten waren weg. Er hat sein ganzes Blut verloren und er ist erstickt eigentlich am Ende. Der hat nicht mehr funktioniert da, was man atmen ließ. Jetzt, was geschieht am Kreuz?
Die erste, wir gehen wieder zu Johannes Kapitel 12 und wir machen diese paar Verse fertig, was ich angefangen habe. Das heißt, wir waren bei Vers 31, 12, 31. Dann sagt Jesus, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Wir haben am ersten Abend gesehen, dass der Fürst dieser Welt Satan ist. Er hat eine Art von Gouvernierschaft, eine Art von Herrschaft über diese Erde gehabt. Als er Jesus versucht haben, in Lukas Kapitel 4, glaube ich, sagt er zu Jesus, er zeigt ihm all die Reichtümer der Welt und all die Reiche der Welt und sagt, diese sind meine und ich gebe, wem ich will. Das zeigt, dass der Macht von dieser Welt in Satans Macht liegt. Er ist Fürst dieser Welt. Und jetzt, sagt Jesus, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. So, wir sehen, verbunden mit Jesus' Tod, ist der Macht von Satan über diese Erde endgültig gebrochen. Erst, er wird hinausgeworfen. Die Ausübung von diesem Gericht, dieser Urteil, wird am Ende dieser Zeitalter passieren. Weil Jesus möchte, indem das er Satan besiegt haben, er möchte, dass die Gemeinde Satan unter die Füße hält. Du kannst dich sicher erinnern, er sagt, Jesus muss dort bleiben, bis alle Feinde sein Fuß Schemel geworden sind. Sag mal Schemel oder Schemel? Schemel. Schemel, hä? Der Herr ist Kopf vom Leib, er ist Haupt vom Leib, er ist nicht die Füße. Das zeigt, dass Satan unter die Füße sein muss, das heißt der Leib, der unterste Teil vom Leib, die Gemeinde. So, der Herr gibt Zeit für einige Leute in dieser Welt zusammen mit ihm durch sein Leiden zu gehen und durch sein Sieg zu gehen. Und dann am Ende dieser Zeitalter, wenn die Erstfrüchtlings entrückt sind in der Himmel, ist Satan endgültig vom Himmel ausgeschlossen. Er bekommt 3,5 Jahre noch auf die Erde und als Christus wiederkommt, dann wird Satan in den Abgrund hineingeworfen, herabgeworfen. Und er bleibt dort für 1000 Jahre. So, wir sehen, dieses Urteil geschieht am Kreuz und wird vollendet am Ende dieser Zeitalter. Aber der Herr hat das Recht, Satan zu besiegen, und das ist keine kleine Sache, weil Psalm 8 und Hebräer sagt uns ganz klar, dass der Mensch niedriger als den Engel gemacht sind. In Gottes Ordnung, das ist merkwürdig, dass der Mensch über Satan herrschen könnte. Aber wir können nur herrschen, indem, dass wir den Sieg und den Tod von Christus auch durchgehen. So, den Urteil des Herauswerfen vom Fürst dieser Welt geschieht am Kreuz. Das ist der erste Punkt, was wir sehen müssen, zusammen mit was ich schon gesagt habe. Der zweite ist, dass es der Gericht dieser Welt ist. Und weil diese Welt, wenn du die Bibel studiert, vor allem 1. Johannesbrief, du wirst sehen, dass der ganze Welt liegt in der Bosheit. Satan hat ein System entwickelt, um die Leute abzulenken von Abhängigkeit von Gott und seine eigene Herrlichkeit zu zeigen. Er hat ein System entworfen, das ist schon mit den Nachkommen von Kains angefangen. Er hat ein System entwickelt von ökonomischer Sache, von Unterhalt und von Verteidigung hat er entworfen. Und wir stecken mittendrin in dieses System jetzt. Und dieses System beraubt Gott von seiner Herrlichkeit, weil wir sind so an dieses System angewiesen. Unsere Versicherung, unsere Krankenkasse, unsere Sitzgürtel in unseren Autos, unsere Sparkontos. All diese Sachen, die sind eine Sache, was entwickelt ist, dass wir kein
Abhängigkeit von Gott mehr haben und eine Abhängigkeit von diesem System. Und diese ganze Welt liegt in diesem System. Und jetzt sagt der Herr, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Der ganze Welt fällt unter sein Gericht, als er am Kreuz ging. Weil er hat all diese Sachen, was ihm angeboten war, zur Seite gelegt haben. Völlig zur Seite gelegt. Er hat nie einen Atem gezogen in Abhängigkeit von diesem Weltsystem. Und er als er am Kreuz ging, er liegt nieder sein Recht auf Königschaft, auf sein Volk, auf das Lob von den Griechen, was in diesem Kapitel schon fast passiert ist. Er liegt das alle beiseite und ging ans Kreuz. So, wir sehen zwei wunderbare Sachen hier. Der Welt gerichtet und Satan herausgeworfen. Next, was finden wir? Kapitel 16 und Vers 11. Er sagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird von einigen Sachen reden. Und in Vers 9, er wird von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und dann sagt er in Vers 11 von Kapitel 16, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Nicht nur ist der Welt gerichtet, nicht nur ist der Fürst dieser Welt herausgeworfen, aber der Fürst selber ist auch gerichtet. Du musst nicht vergessen, Satan hat diese Aufruhr verursacht, um Jesus zu töten. Der Spitze von Satans Bosheit geschieht jetzt, in diesen Kapiteln, den Tod von Jesus. Außerhalb die Sünde gegen den Heiligen Geist, das ist der Top-Sünder in der Universum. Der Mord von Jesus Christus, der Mord von der Sohn Gottes, der Mord von der Erbe von dieser Erde, der Mord von der Sohn von, es gibt zwei Gleichnisse in der Bibel und die sagen beide, der Mann hat ein Rebacke gehabt und er schickt seinen Diener, er hat Dienerin in dieser Rebacke, die Diener sind gegangen, um Frucht zu holen und die sind getötet. Und dann hat der König gesagt, ich werde meinen eigenen Sohn schicken. Ihm wird die Leute respektieren. Und was haben sie getan? Die haben getötet. Ich glaube, das findet man in Matthäus 22. Ich glaube, ein Gleichnis. Auf jeden Fall, der Sohn ist gekommen, der gerechte Eigentümer von all dieser Sache kam. Und die haben ihn ermordet. Und Satan hat die Leute gestiftet dazu. So, der größte Übel, der größte Sünder von Satan passiert jetzt. Und dann sagt der Herr, von Gericht aber war der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Durch all die Zeitalter hat Gott gewartet für diesen Punkt. Und jetzt ist das die Sünde von Satan vollständig. Und jetzt kommt das Gericht auf ihn. So, Satan ist gerichtet. Dann gehen wir zu Hebräer Kapitel 2. Und Vers 14. In Hebräer Kapitel 2 und Vers 14 heißt es, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. In Kapitel 12 von Johannes ist der Teufel herausgeworfen. In Kapitel 16 ist er gerichtet und in diesem Kapitel ist er zunichte gemacht. In der englischen Übersetzung heißt er ist vernichtet. Total vernichtet. Die Werke, das heißt, halt,
der Macht des Todes hat, ist den Teufel. Was hat er getan? Um durch den Tod, den zunichte zu machen. So, wir sehen, dass der Tod von Christus nicht nur eine Sache war, dass wir gerettet sind. Aber er hat manches schon gemacht und wir sind noch nicht fertig. Wir gehen jetzt zu Römer Kapitel 6. Ein sehr wichtiges Kapitel. In Römer Kapitel 6 und Vers 6. Wir haben dieses Stück schon benutzt für die Taufe, wenn du dich erinnern kannst. In Vers 6 heißt es: Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das ist sehr wichtig. Bis jetzt alles, was wir gesagt haben, was Christus am Kreuz erledigt haben, war außerhalb uns. Es hat zu tun mit dieser Welt und seinem System und es hat zu tun mit dem Teufel. Aber jetzt kommen wir zu uns. Jetzt fangen wir an. Was ist mit uns passiert am Kreuz? Wie betrifft es uns? Und jetzt sehen wir, dass unser alter Mensch gekreuzigt ist. Was bedeutet unser alter Mensch? Wir sind alle Söhne Adams in unserem Fleisch. Wir sind alle in Abstammung von Adam. Und weil Adam gesündigt haben, ist er alt geworden. Und so Gott, wenn etwas alt wird, Gott macht es nicht wieder neu, er fängt neu an. Und so er schickte einen zweiten Mensch. Und dieser zweite Adam, gemäß 1. Korinther 15, 45, war Christus selber. Aber Christus, weil er von Maria geboren ist, sein Leib, sein Fleisch gehört zum alten Schöpfung, zu Adam, die erste Adamsschöpfung. Aber weil Christus der Hersteller, der Schöpfer alles in diesem Universum ist, sind Sie alle klar um das? Kommen wir, bestätigen das. In Hebräer, du kannst deinen Finger in Römer 6 und wir gehen wieder zu Hebräer Kapitel 1. In Hebräer Kapitel 1 und Vers 2 heißt es über Gott, den Vater, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Durch wem? Durch Jesus. Jesus war mittendrin in der Schöpfung von Adam im 1. Mose Kapitel 1. Du kannst dich erinnern, der heilige Gott, Elohim, heißt es in diesem Kapitel, lass uns den Mensch machen, in unserem Ebenbild. Und das war Jesus. Er hat der Welten geschaffen. Jesus, dein Vater hat Jesus benutzt, um die Welten zu machen. So, Jesus ist die Wurzel von der ganzen Schöpfung. Er ist auch der Wurzel von Adam. Obwohl Jesus durch Maria von Adam geboren ist, war Jesus vor Adam gewesen und der Schöpfer von Adam. Und in dem Moment, als Jesus gestorben ist, ist der alte Geschlecht von Adam auch gestorben. Die alte Generation von Adam ist auch gestorben, weil Jesus die Wurzel war. Fantastisch, ist es nicht? Der Herr erledigt diese Sache von alter grundlegend. Und später sagt er, was tut er? Er macht alles neu, sagt er. Und am Ende der Bibel haben wir einen neuen Himmel und neue Erde und ein neuer Jerusalem. Und kein Tränen mehr, kein Sünde mehr, kein Tod mehr. Du siehst, Gott macht alles neu. Und durch wem macht er alles neu? Er macht es durch Christus. Und der Anfang war sein Tod am Kreuz. Er kreuzigt unser alter Mensch am Kreuz, zusammen mit ihm. Wir sind mitgekreuzigt
am Kreuz. So, Jesus erledigt die alte Schöpfung und macht den Weg frei für eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung hat zu tun mit Jesus. Und das ist sehr wichtig, das zu sehen. Zum Beispiel in Kapitel 15 von 1. Korinther heißt es ungefähr bei Vers 22, dass weil alle in Adam, es heißt, alle sind in Adam gestorben. Wie alle in Adam gestorben sind, sind alle in Christus auferstanden. Alle. Das heißt nicht nur die Gemeinde oder nicht nur die Juden. Alle. Und wir sehen das am Weißerthron-Gericht, Offenbarung Kapitel 20. Den Tod, die stehen, alle Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron Gottes. Stehen heißt, die sind auferstanden, die sind wieder lebendig. Ein toter Mann steht nicht, er liegt. So, wir sehen, dass alle Menschen wird aufstehen, wegen, was Christus getan hat. Das ist merkwürdig. Wann wunderbar. Was ist der nächste Punkt? Jetzt kommt es, zu was wir einigermaßen verstehen. Johannes Kapitel 1. Es gibt einen Haken hier. In Johannes Kapitel 1 und Vers 29, wir reden jetzt über Johannes der Täufer. Ich warte, bis Sie alle da sind. Ist gut, weil die Leute, was nachher schauen wird, die brauchen auch Zeit. Es kann sein, dass es neue Christen unter ihnen gibt. Okay, Vers 29 von Johannes, Evangelium, Kapitel 1. Und Johannes der Täufer, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünder der Welt wegnimmt. Siehst du, nicht die Sünden der Welt, die Sünder der Welt. Es gibt ein ziemlich großer Unterschied zwischen die Sünder in der Bibel und die Sünden. Sünden verstehen wir. Heute haben wir alle gesündigt. Wir haben übel getan. Vielleicht zwei, dreimal haben wir böse Gedanken gehabt. Vielleicht sind wir in Versuchung gekommen, in unsere Denksinn. Vor allem die Männer. Denk nur an Matthäus 5, 6, 7. Du musst nur auf eine Frau schauen und sie begehren. Und dann hast du schon Ehebruch begangen. Siehst, was ich meine? Wie einfach es ist zu sündigen. Die sind unsere Sünden. Aber was ist die Sünde der Welt? Die Sünde der Welt ist einfach die Natur, was wir jetzt besitzen. Und wir sündigen, weil wir die Sünde haben. Wir haben nicht die Sünde, weil wir gesündigt haben. Die Ergebnis von unserer Natur sind unsere Taten. Und diese Natur, dieser gefallene, das ist eine Natur, was völlig gegen Gott ist. Und wir haben es von Adam geerbt und er hat es von Satan geerbt. Das ist die Sünde der Welt. Und wir können es viel klarer sehen in die Opfer. Wenn wir zurück zum Alten Testament gehen würden, werden wir sehen, dass es ein Sündopfer gibt und ein Übertretungsopfer. Und die beiden Opfer, die waren nicht freiwillige Opfer. Wir haben etwa 5 große Opfer gehabt. Wir haben das Brandopfer gehabt. Wir haben ein Speiseopfer gehabt, ein Friedensopfer gehabt, ein Sündopfer gehabt und ein Übertretungsopfer gehabt. Und die ersten drei, Brandopfer, Speiseopfer und Friedensopfer, die waren freiwillige Opfer. Du musst nicht unbedingt diese Opfer opfern. Aber die Sündopfer und die Übertretungsopfer, die sind nicht freiwillig, die sind Pflicht gewesen. Weil in uns, wir besitzen diese Natur. Wir müssen die Sündopfer opfern. Und Christus als Lamm am Kreuz hat diese böse Natur beendet. Er hat es weggenommen, die sündige Natur. Und wir sehen die Auswirkung am Ende nicht nur unter die Christen, sondern alle Menschen auf die neue Erde. Weil es heißt in Offenbarung Kapitel 21, es gibt keinen Tod mehr. Und wenn es keinen Tod mehr gibt, bedeutet es gibt keine Sünde mehr. Weil die Ergebnis von der Sünde ist den Tod.
So wir sehen, dass die Auswirkung von der Sterben von Christus als Lamm, was die Sünde der Welt wegnimmt, geht ins Ewigkeit hinein, Zukunft. Eine wahnsinnige, große Sache. Das heißt, die Sache, was in uns ist, kannst du dich erinnern, in Kapitel 7 von Römer, was sagt Paulus? O elender Mensch bin ich, da wohnt nichts Gutes in mir, das heißt in mein Leib. Er hat es erkannt. Und jeder von uns Christen, wenn der Herr uns richtig Zeit nimmt und behandelt, wir werden zu diesem Punkt kommen wie Paulus und sagen, oh elender Mensch bin ich, ich kann nichts Richtiges tun. Da ich besitze irgendetwas in mir, was verursacht, dass ich sündige. Es verursacht die Sünden, die Übertretungen. Und diese Natur ist, was hier gemeint ist, die Sünde der Welt. Man sieht es in manchen anderen Beispielen. Aber für das haben wir keine Zeit. Vielleicht ein anderes Mal über den Opfern, wenn wir das grundlegend behandeln. Nächster, Galater Kapitel 1. Galater Kapitel 1 und Vers 4. Galater ist ungefähr halbwegs zwischen Apostelgeschichte und Hebräer. In die revidierte Elberfelder, ich glaube, es geht nur etwa 4 Seiten. Oder 5 Seiten. Ja? Ungefähr 5 Seiten. Deshalb ist es manchmal schwierig zu finden. Okay. Gut, Galater 1,4 heißt es, wir reden jetzt über Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und wenn du ein revidierte Elberfelder hast, hast du eine kleine Notiz neben Welt, und unten steht griechisch Aion, das heißt Zeitalter. Weil wir die sündige Natur besitzen, haben wir gesündigt. Wir haben täglich Übertretungen ausgeführt. Und für diese Übertretungen, jede einzelne, ist Jesus am Kreuz gegangen. Es heißt hier, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Jemand muss sterben, gemäß dieser Gerechtigkeit. Das muss vor deinen Augen ständig sein. Wenn du über Christus denkst, musst du ständig Gottes Gerechtigkeit. Gott kann nicht zulassen, kann niemals zulassen, dass eine Sünde nicht bestraft werden wird oder unbestraft gehen kann. Er besitzt diese Natur nicht. Wir, weil wir nicht so konsequent sind, wir lassen Dinge gehen. Manchmal bin ich ein bisschen frech mit meinem Chef. Manchmal ist meine Frau ein bisschen frech mit mir. Das ist alles gegen Gottes Ordnung. Aber was tun wir? Weil wir gefallene Menschen sind und weil wir locker sind und weil wir besitzen Gottes goldene Natur nicht, wir lassen es gehen, aber Gott nicht. So alles, was schief gelaufen ist, von der ersten falschen Bewegung zum Baum der Erkenntnis von Guten und Bösen, zu der Tötung von Abel, zu der Vernichtung, zu der Mitmischung mit Engeln in Noahs Zeit, zu der Mord von Jesus Christus, zu jetzt, zu allen Kriegen über die Erde, was in Bosnien passiert, was in Somalia passiert. All diese Sünden hat Christus auf sich genommen. Er hat sich hingegeben für unsere Sünde, dass wir nicht uns hingeben müssen, weil wenn wir uns hingeben müssen, gibt es keine Chance mehr. Keine Chance für uns. Gut, das sind die Sünde. Jetzt gehen wir zu Kapitel 12 wieder von Johannes Evangelium. Wer hat gedacht, es gibt so viel Sache, was er getan hat? Wieder zurück zum ersten Teil. Das ist Kapitel 12 und Vers 31. Entschuldigung. Johannes Evangelium, Kapitel 12,
Ich habe mit Absicht mit Vers 30 aufgehört letztes Mal. Jetzt kommen wir zum Vers 31. Und da heißt es: Und ich, wenn ich von der Erde erhört bin, werde alle zu mir ziehen. Ist das nicht richtig? Entschuldigung, das ist Vers 32. 32, Entschuldigung. Ich lese es nochmal vor. Johannes 12, 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhört bin, werde ich alle zu mir ziehen. Was bedeutet das? Er wird alle zu ihm. Wen ist er vom Erde erhöht? Erst zweimal vom Erde erhört. Das erste Mal am Kreuz. Das erste Mal am Kreuz. Und das zweite Mal mit seiner Auffahrt. Über welche von dir zwei der Bibel redet, sind wir nicht ganz klar. Ich bin die Meinung, er redet über beides. Er redet über beides, weil beides hat zu tun, mit alle zu ihm zu ziehen. Als Christus gekommen ist, hat er einige Leute zu sich gezogen. Die waren meistens Juden. Das sind die 12 Apostel. Die sind angezogen durch Christus. Dann einige Frauen sind durch ihn angezogen. Eine hat ein Alabasterflasche gebrochen und das Parfüm über ihm geworfen, gegossen. So, wir sehen, dass einige Leute schon zu ihm gezogen waren. Aber die Nationen, die sind nicht zu ihm gezogen. Vielleicht zu einem kleinen Grad. In diesem Kapitel sehen wir, dass Philippus zu ihm gekommen ist und gesagt, die Griechen wollen dich besprechen. Ungefähr bei Vers 20. Die waren auch gezogen, aber hier spricht er von allen Menschen. Durch seinen Tod vernichtet er den Wand zwischen Juden und Nation. Und die Möglichkeit besteht jetzt, dass er alle zu sich zieht. Durch seinen Tod. Aber auch durch seine Verherrlichung, das heißt seine Auffahrt in den Himmel, wird er den Platz von Satan einnehmen. Das heißt, er ist Herrscher dieser Welt. Und es heißt nachher, jede Knie wird sich beugen und jeder Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. So, er wird durch, was er getan hat, er wird alle zu ihm ziehen. Auch seine Feinde, auch seine ehemalige Feinde wird zu ihm gezogen, weil die werden merken, das ist jemand Besonderes. So, wir können sagen, es hat zu tun mit seiner Verherrlichung, das heißt seine Auffahrt oder sein Tod. Und ich gebe persönlich mehr Gewicht auf sein Tod, weil, wenn wir zu Kapitel 3 von Johannes gehen, schauen wir, was wir finden. Er redet jetzt mit Nikodemus in Kapitel 3 von Johannes Evangelium. Und dann sagt er in Vers 14 von Kapitel 3 von Johannes Evangelium: Und wie Mose in die Wüste die Schlange erhörte, so muss der Sohn der Menschen erhört werden. Wenn wir Fragen zu dieser haben, unser erstes Gewicht ist immer der Bibelbeweis. Hier ist der Herr Jesus erhört vom Erde. Was als was? Als eine ehrene Schlange. Was ist eine ehrene Schlange? Eine ehrene Schlange ist eine Schlange mit einer Form von einer Schlange, aber die Natur von einer Schlange nicht. Statt von Knochen und Fleisch und Gift hat er Kupfer. Und Jesus war so. Er ist als die Sünde auf dem Kreuz gegangen, er ist erhört, aber er hat diese Natur nicht gehabt. Die Sünde muss auf ihm geworfen werden, weil er besitzt die sündige Natur nicht. Kennst du die Geschichte von der ehrenen Schlange? Gottes Volk hat gemurrt. Es war ein langer Weg durch eine Wüste und die haben gemurrt. Und Gott schickte feurige Schlange unter sein Volk als Disziplin, als Züchtigung. Und einige waren am Sterben. Und dann haben sie zu Mose geschrien. Und Mose, der Herr sagt zu Mose,
macht dich ein ehrener Schlange und sitzt es auf einen Stab, einen Pfosten und hebt es hoch. Und wer schaut auf diese Schlange? Er wird geheilt werden. Nein, nicht geheilt. Er wird leben. Er wird leben. Weil Johannes Evangelium ist ein Buch des Lebens. Du kannst mir prüfen. Letzter Vers von Kapitel 20 und letzter Vers von Kapitel 21. Kannst mir nachher checken, prüfen. Das ist ein Buch des Lebens. Und deshalb die Leute damals in die Wüste, in der Gegend von Edom, die waren nicht geheilt, als sie auf diese Schlange geschaut haben. Die haben ein neues Leben bekommen. Und für das ist Jesus gekommen. Er ist erhört als die ehrende Schlange. Und indem dass er so erhört war, wird er alle zu ihm ziehen. Alle Menschen wird bekennen, er ist die echte Besitzer und Erbe dieser Erde. Die echte König, nicht Satan. Die echte König. Und die werden vor ihm beugen und die werden angezogen durch ihn. Jetzt, dass wir vom neues Leben geredet haben, gehen wir wieder zu Kapitel 12 von Johannes. Wenn wir zu dieser Verse kommen, ungefähr anfangs Vers 20, wir können sagen, das sind die goldene Zeit von Jesus gewesen. Er zieht in Jerusalem hinein auf eine Esel, was niemals eine Last auf sich gehabt hat. Die Leute zerstreuen ihren Kleider am Boden und Palmästen sind am Boden und die haben alle geschrien: Halleluja, unser King, unser König. Unser König kommt. Dann kam einige von seinen Aposteln zu ihm und sagt: Sogar die Griechen wollen mit dich sprechen. Nicht nur die Juden haben dir anerkannt, aber die Griechen auch, die wollen dich sprechen. Wir können sagen, das war der goldene Zeit von Jesus. In dem Moment, sicher hat sein Junge gedacht, jetzt wird er ins Tempel hinaufsteigen und er wird auf dem Thron sitzen. Er ist der Messias, er wird das Volk Israel jetzt retten von der römischen Macht. Und wir werden unseren neuen König haben. Das war sein goldener Moment. Und dann, als sein Junge zu ihm kam und sagen: Die Griechen wollen dich sprechen. Seine Antwort ist absolut unglaublich. Seine Antwort in Vers 24. Also in Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus in Kapitel 3 von Johannes Evangelium, in Kapitel 1 ist er ein Lamm. In Kapitel 3 ist er eine ehrende Schlange, erhört von der Erde. Und jetzt in Kapitel 12, er ist ein Weizenkorn. Sein Junge sagt: Komm König, die alle Leute wollen dich begegnen. Du bist wie Salomo. Da kommen Leute von überall, die wollen deine Weisheit, die wollen deine Wunde sehen. Der Herr sagt: Ich bin ein Weizenkorn und ich muss sterben. Warum musste er sterben als ein Weizenkorn? Um viele kleine Weizenkörner hervorzubringen. Das sind viele Menschen mit dem gleichen Inhalt wie er. Gemäß 1. Mose Kapitel 1, Vers 11 und 12 muss alles in diesem Universum, und mindestens auf dieser Erde, muss sein Gleicher hervorbringen. Das heißt, ein Katz wird niemals einen Hund hervorbringen. Und ein Affen wird niemals einen Mensch hervorbringen. Nur Menschen kann Menschen hervorbringen. Und ein Weizenkorn kann nur Weizenkörner hervorbringen. Und das sind die vielen Söhne Gottes. Warum sind wir wie eine kleine Weizenkorn? Wir sind nicht die echte Weizenkorn, der ursprüngliche Weizenkorn, aber wir sind ähnlich. Wir sind ähnlich. Wir besitzen den Inhalt von Jesus. Und das ist bestätigt später in der Bibel. Und was sagt es? Wir sind teilhaftig an der göttlichen Natur. Wir sind teilhaftig an der göttlichen Natur. Und weil wir ein Gegenüber von Jesus sein müssen, sein Frau sogar, wir müssen von ihm gebaut werden. Wir müssen von einem Teil von seinem Körper gebaut werden. Und dann sagt er,
Adam zu Eva, das ist Gebein meines Gebein und Fleisch meines Fleisches. So ähnlich sind wir. Wir sind nicht Jesus, aber wir sind ähnlich. Und wir besitzen die gleiche Leben wie Jesus, diese göttliche Natur. Das ist gewaltig. Wenn wir nur über das denken müssen, dass durch den Tod von Jesus wir werden zu dem Privileg haben, die gleiche Natur zu besitzen. Und das ist in der Bibel mehrmals bestätigt. Wir können sogar seine Frau nicht werden, seine Braut nicht werden, ohne die gleiche Natur. Als Adam all die Tiere Namen gegeben hat, war er traurig. Er war beeindruckt mit Gottes Schöpfung, sicher, aber er war traurig. Er fand keine Gegenüber für sich selbst. Und was tut der Herr? Gott, er ließ ihn einschlafen und nimmt einen Teil von seinem Körper und baut eine Frau für ihn. Und so ist es. Wir sind die viele kleine Weizenkörner. Und das hat Jesus am Kreuz erledigt. Er hat den Anfang der Gemeinde und die Gemeinde am Kreuz gemacht, indem dass er zum Tode gegangen ist. Und das Sache, die Sache ist hier, wir haben die gleiche Leben wie ihm. Ich habe dir gesagt, im Johannesevangelium findest du alles über Leben. Und du kannst mir, wir werden zu die zwei Verse nachher gehen, das zu bestätigen. Weil wir so viele Verse aus Johannesevangelium behandelt haben. Und jetzt komme ich zu dem letzten Punkt und für das gehen wir zu Epheser Kapitel 5. In Epheser Kapitel 5 und Vers 25. Es heißt hier, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Der Herr hat sich für die Gemeinde hingegeben. Er hat nicht nur als Lamm für die Sünde der Welt gestorben, aber er hat sich für die Gemeinde hingegeben, damit er zu sich eine Person, eine kooperative Person ziehen kann, ohne Fleck und Runzel. Er hat am Kreuz alles erledigt, dass sein Volk, was er heraus aus die Nation holen wird, das heißt die Gemeinde, eines Tages zu ihm, vor ihm kommen wird, ohne Fleck und Runzel, das heißt in Vollkommenheit. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht fantastisch, dass er sich hingegeben hat für die Gemeinde? Er hat für die individuellen Christen, jeder Einzel von euch, hat er für sich gegeben, aber kooperativ hat er auch für sich euch gegeben. Dass du eines Tages vor ihm stehen kannst, als seine Frau, als sein Braut, ohne Fleck und Runzel. Und ich habe nur noch einen Punkt zu dem Tod von Christus zu erwähnen. Aber bevor wir zu diesem Punkt gehen, ich möchte die zwei Verse behandeln. Kommen wir gehen zurück zu Johannesevangelium. Letzter Vers. Wenn Johannes das Evangelium geschrieben hat, er hat sich eingeschränkt auf 21 Kapitel. Aber er sagt, in die letzte Vers von das Johannes-Evangelium sagt er, es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn dies alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Stell dich vor. Wenn alles, was Jesus getan hat, niedergeschrieben musste, dann haben wir keinen Platz auf dieser Erde für diese Bücher. Stell dich vor. So, wenn wir zu Johannes-Evangelium kommen, müssen wir sagen, dieses Evangelium muss sehr reich und tief sein. Der Inhalt von diesem Evangelium muss gewaltig sein.
Weil er hat sich zu einem Kapitel eingeschränkt, wenn er Bücher schreiben könnte, dass die Erde erfüllen wird. Und dann sagt er, über was ist dieses Buch geschrieben? Die Ende von der vorherigen Kapitel, das heißt Kapitel 20. Wie heißt es da in Vers 31? Oder 30 fangen wir an. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jungen getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die sind geschrieben, dass wir in Jesus glauben, und wenn wir in Jesus glauben würden, werden wir Leben in ihm finden. Und dieser Wort Leben in der Griechisch gibt es drei Wörter für Leben. Der Griechisch ist eine viel reiche Sprache als Deutsch oder Englisch. Wir haben Zoe, wir haben Psyche und wir haben Bios. Um eine lange Geschichte zu sparen, das sind die göttliches Leben. Göttliches Leben. Das ist unser seelisches Leben, die Seele. Wie wir denken, wie wir fühlen, was für Unterschiede wir machen, was für Entscheidungen wir machen. Und das Biologie, unsere Körper. In Johannes Evangelium geschieht dieses Wort niemals, nie einmal. Es gibt Pastoren heute in gewissen Gemeinden und die meinen in Kapitel 10 von Johannes Evangelium, dass der Herr gekommen ist, dass wir Leben haben kann und Leben im Überfluss. Und die meinen ein Mercedes-Benz und ein schönes Haus. Das ist Quatsch. Das ist Unsinn. Dieses Wort hier, was mit unserem Körper und körperlicher Sache zu tun, erscheint niemals, nie einmal im Johannes Evangelium. Und wenn ich richtig habe, das geschieht etwa 8-mal. Und alle anderen übrigen Wörter, wo es Leben heißt, und ich glaube, es sind über 30-mal, wenn ich richtig habe, vielleicht noch mehr, das sind Zoe, der göttliche Leben. Und hier in Vers 31 von der zweitletzten Kapitel von Johannes Evangelium, dass wir Zoe durch ihn haben kann. Genau wenn wir auf diese Schlange schauen, bekommen wir ein Leben. Genau wie der Frau in Kapitel 8, was gesteinigt werden muss, was tut Jesus? Gibt ihr neues Leben. Was tut er mit der Frau am Brunnen in Kapitel 4? Er bietet an das Wasser des Lebens. Was tut er mit Lazarus? Gibt ihm neues Leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Es gibt nicht nur eine Auferstehung, aber ich bin der Auferstehung unter euch. Fantastisch. Ich bin immer beeindruckt mit das Evangelium von Johannes. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist ein sehr interessantes Punkt. Kommen wir gehen zu Hebräer Kapitel 12. In Hebräer Kapitel 12, wenn wir zu Vers 24 gehen, heißt es, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Was bedeutet, dass das Blut von Christus besser redet als das Blut von Abel? Um das zu verstehen, müssen wir natürlich zurück zum Abel. Das ist Kapitel 4 von 1. Mose. Und da finden wir, dass Kain ihm geschlachtet haben. Und dann sagt der Herr, was hast du getan, Kain? Die Erde hat seinen Mund aufgeöffnet, um das Blut deines Bruders aufzunehmen. Und das Blut deines Bruders schreit zu mir. Das heißt, es spricht. Was ist passiert, nachher der erste Mensch getötet war? Die Erde war verflucht. Verflucht sei die Erde, er wird seine Stärke nicht
hervorbringen. Dann, als der Herr die erste Bund mit der Menschen macht, der erste Bund mit der Menschen war der Bund von Noahs. Und da sagt er zu Noah, ich werde die Erde nicht in dieser Weise wieder vernichten. Wenn du die Wolken zusammensehen und mein Bogen sehen, wirst du dich erinnern, ich werde dich nicht so vernichten wie zur Zeit von Noahs. Du wirst der Furcht von allen Tieren sein und du kannst dich vermehren auf die Erde wieder füllen. Mein Gericht ist vorbei. Aber du musst etwas tun. Und was war das? Wenn ein Mann der Blut einer anderen Mann fließen lässt, das heißt ihm tötet, dieser Mann, was die andere Mann getötet hat, er muss getötet werden. Warum? Um ihm abzuschrecken, viele Leute, die reden über den Todesstrafe jetzt, die haben viele Argumente und eine ist, das ist kein Abschrecken, aber der Bund mit den Nationen, zur Zeit von Noah, kannst du dich erinnern, es gab keine Juden noch Gemeinde. Es gibt nur die Nationen zur Zeit von Noah. Er macht den Bund mit allen Menschen, mit Noahs Nachkommen. Und was sagt er? Den Todesstrafe. Warum? Um zu abzuschrecken? Nein. Dass das Boden nicht verflucht wird. Vor der Sintflut, was heißt es da? Dass Gewalt die ganze Erde gefüllt haben. Das heißt, es viele Toten gegeben hat. Es sagt in Matthäus Kapitel 24, die Zeiten vor dem Wiederkommen von Christus, wie wird wie der Zeit von Noah sein? Was haben wir? Vermehrte Bevölkerung, sexuelle Sünde und Gewalt, viele Töten. Und fast jede Nation hat den Todesstrafe abgeschafft. Die haben den Bund mit Gott kaputt gemacht. Und jetzt, die Grünen schreien hin und her, dass die Erde kaputt gehen, aber es ist ganz klar, unschuldiges Blut fließt täglich in den Boden hinein. Diese Erde ist mehrmals und mehr hundert Millionen Mal verflucht. Und was tut der Blut Christus? Sein Blut fließt in die Erde auch hinein, unschuldig. Nein, nicht unschuldig. Gott gibt ihm der Schuld. Deswegen, der Blut von Christus, was in die Boden hineingeflossen ist, ist der Ausgleich für alle unschuldige Blut, was geflossen ist, um die Erde zu retten. Weil Gott rettet nicht nur der Menschheit, er wird seine ganze Schöpfung retten. Sagt das nicht in Römer Kapitel 8? Dass die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf die Offenbarung von der Söhne Gottes. Was sagt es in am Ende des Markus-Evangelium? Wir sollen das Evangelium zu die ganze Schöpfung predigen. Einige Christen hat gemeint, der Heilige Geist hat einen schlechten Tag gehabt, als er das geschrieben hat. Wie kann ich das Evangelium zu die Esel neben mein Haus predigen? Klar kann ich. Weil der Herr wird nicht nur den Menschen retten, er rettet seine ganze Schöpfung. Und am Ende haben wir einen neuen Himmel, eine neue Erde und ein neues Jerusalem. Und wir, die einzige Chance, um wegzukommen von Gottes Gerechtigkeit, was diese Erde total vernichten wird, ist, dass der Blut Christi im Boden geflossen hat. Und deshalb spricht es viel besser als Abel. Was spricht Abels Blut? Rache. Gerechtigkeit, das schreit Abels Blut. Was sagt ein Kapitel vor das? Ein Kapitel 11, dass Abel gerecht war. Ein gerechter Mann, sein Blut ist im Boden geflossen. Und sein Blut schreit Gerechtigkeit und Ausgleich und Fluch. Und was sagt der Blut von Jesus? Ich habe es ausgeglichen. Deshalb spricht es viel besser als Adams Blut. Die sind die Hauptsachen, was Jesus am Kreuz erledigt haben. Und ich genieße immer, solche Botschaft zu geben. Ich genieße es jeden Tag und ich hoffe, dass du zu Hause gehen kann, einige Gedanken machen können über diese Tatsachen und denken, was für ein allumfassender Tod unser Herr gestorben ist. Was er eigentlich
für uns getan hat, was er für den Vater getan hat und was er erledigt haben. Das ist absolut unfassbar. Wunderbar. Danke.